Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns mal der Renault 25 Scheibe mit dem Front- und Heckleuchten-Einsatz. Also es ist ein kompletter Einsatz, der ist voll in Ordnung soweit, bis auf, dass er ja ziemlich schmuddelig ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit Politur da noch ein bisschen was machen können. Ja? Dazu nehme ich mir jetzt einfach mal meine handelsübliche Politur. Da könnte jeder Fahrzeugpolitur nehmen. Ja. Mittlerweile habe ich auch mal einen anderen Lappen hier für mich, weil der andere doch mittlerweile sehr voll war, was die Politur anging und den ganzen Dreck und sowas. Das muss natürlich jetzt erstmal rausgewaschen werden. Ja. So, wieder vorsichtig. Eine Fingerspitze auftragen quasi. Das ist immer so eine Gratwanderung hier. Na, immer aufpassen, dass euch die Klamotten nicht versaut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und schauen mal, was wir natürlich innen wie außen hier komplett rausholen können. Ja, das ist. Also ich sag mal so, es wird nicht einfach werden. Ja. Es ist auch für mich eine Überraschung, was bei rauskommt, weil ja, es kann alles rauskommen. Ne? Also dass es gar nicht glückt oder nur ein bisschen oder dass sie hier hinterher aussieht wie fast aus dem Laden. Ja, jo, dann gucken wir mal. Ne? Das ist ein spannendes Experiment, was ich hier auch gerne für euch mache. Na? Es ist natürlich schade, wenn man sowas einfach mal wegwirft, weil irgendjemand wird es vielleicht sogar noch brauchen können, ja, als Ersatzteil, na, die ich ja auch anbiete. Und ja, warum nicht? Na? So, mal gucken. Also, ich sage nur so viel: Der Lappen hat an der Stelle natürlich jetzt jede Menge Schmutz aufgenommen. Ja, also wirklich extrem viel. So, jetzt haben wir den Lappen umgedreht, haben die ja, flauschigere Seite, sage ich mal, und werden jetzt mal ein bisschen drüber polieren. Mal gucken, ob wir wenigstens ein bisschen Glanz wieder rausholen konnten aus der ganzen Nummer. Also es fühlt sich jetzt schon viel besser als vorher an. Ja. Und natürlich muss man dann aufpassen, dass man hier nicht noch irgendwas abreißt von den ganzen Teilen, die hier noch mit dranhängen, wie Front- und Heckleuchten. Ja. Das ist klar. Das bleibt ja nicht aus. Ja. So, jetzt gehen wir hier drin noch mal schön lang. Na. Und dann wollen wir uns das gleich noch mal angucken. Ich habe euch das ja vorher schon gezeigt, so ein bisschen. Ja. Und ich denke, im Gegensatz zu vorher kann sich dieser Einsatz jetzt wieder sehen lassen und kann im anderen Renault 25 doch noch seine Dienste erweisen. Ja? Hier haben wir nochmal die Heckleuchten. Ja. So, und das ist alles per Hand. Ja? Fühlt sich auch wieder richtig schön an. Und ja, ich meine, klar, leichte Spuren sind noch zu sehen, ne? An einigen Stellen, wo jetzt die jeweiligen Säulen saßen, aber ich sag mal, das geht klar. Ja? Hier, das ist natürlich hier die C-Säule, das ist klar. Ja, A, B, C, ne? Da sieht man auch die Stelle, wo das Metall saß. Also vollkommen in Ordnung. Ne? So kann ich das dann veräußern. Perfekt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat,
Dann lass doch einfach mal ein Like, Kommi, Abo etc. da. Berichtet mir auch bitte mal, ob der Ton mittlerweile dann doch etwas besser ist auf diese Art. Ja. Und vielleicht haben wir damit ein bisschen mehr Erfolg mit dem Ton, indem ich das Handy jetzt ganz anders gestellt habe. Ja. Jo, na, dann wünsche ich euch hier mal einen schönen Tag. Na, bleibt mir wohlgesonnen. Und dann bis zum nächsten Video.